herzlich willkommen zurück zu einem Let's Play von Minecraft. Und zwar wieder mal Singleplayer von Kumpel empfohlen gekriegt wieder, weil ich doch weitermachen sollte. Und ja, jetzt muss ich mal gucken, wie ich das mit dem Speicher mache und dass wir die Daten verloren gehen. Auf jeden Fall, als ich Minecraft angefangen habe, haben wir ein World Seed dazu gekriegt. Und den finde ich eigentlich so relativ nice, weil hier hat man einfach fast alles. Und ich muss auch jetzt nicht in direkt gleich ein Haus bauen. Und wie ich, also ich habe mir, bevor ich das jetzt mal angefangen habe, habe ich mal ein bisschen die Welt erkundet und guck gleich mal da. In dem Wallseed gleich nebenan ist eine Pyramide in der Erde irgendwie versunken. Da wollte man jetzt mal reingehen. Aber, was ist jetzt, also einmal, so. So, jetzt mal zu diesen Pyramiden. Ich muss euch da mal eine ganz lustige Geschichte erzählen. Und zwar damals, kurz, ja, jetzt wäre es bald wieder passiert, als ich Minecraft angefangen habe, wusste ich das noch nicht. Das ist den Schalter, der da unten ist. Was mache ich? Ich springe da einfach runter, ohne nachzudenken überhaupt, und lande da auf dem Schalter. Natürlich ist es ärgerlich gewesen, weil die ganzen Diamant-Seeds sind weg. Diamant-Seeds, das ist... Ja, ich bin jetzt nicht so ganz bei Sache, weil wir haben es irgendwo, waren 22 Uhr. Und da irgendwie noch logisch mitzudenken, ist irgendwie schwer. Wobei ich eigentlich schon ins Bett krachen wollte, weil Arbeit. Aber ist ja jetzt egal. Ich habe gedacht, ja, jetzt nehme ich doch nochmal eine Folge auf, weil ich wollte ja eigentlich täglich machen. Gestern habe ich nicht gemacht. Weil wir ja momentan noch am Server rumarbeiten, was das Hardcore-Projekt angeht. Wie gesagt, ihr braucht euch jetzt auch, glaube ich, gar nicht mehr anmelden, da die erste Episode nur mit 4 Spielern gespielt wird. Die zweite, wie gesagt, wird dann mit 6. Das geht dann immer in jeder Episode höher. Mal gucken, wie gut es bei euch ankommt. Auf jeden Fall bedanke ich mich jetzt erstmal an die neuen Abonnenten, die 2, die zugekommen sind. Habe jetzt noch nicht die Zeit gehabt zu gucken, wer die 2 sind. Auf jeden Fall, ich bedanke mich erstmal an euch. Weil, ja, es ist ja nicht so häufig, dass ich irgendwo Abonnenten dazu bekommen habe. Ich bin überhaupt so bewundert, weil die 2 Abonnenten kamen ja erst, als ich das Projekt angefangen habe. Es könnte natürlich auch sein, dass es Leute sind, die total gespannt auf das Projekt sind. Also wie gesagt, es wird auch ein sehr spannendes Projekt, da es ja wie gesagt in 2 Zweierteams ist. Und die Zweierteams versuchen müssen, auf Hardcore zu überleben. Wer verloren hat, ist natürlich komplett raus. Es kam Zombie. What the fuck? Was machst du am Tag, Alter? Leute, das ist mir... das wollte ich nicht. Ich hätte ja... Ups. Wo war das jetzt? Normal. Normal wollten wir es. Nein, ich wollte das hier wieder runterstellen. Auf 50 mache ich das mal. Aber ich höre einen Zombie. Wie kann das sein? Und das am Tageslicht. What the fuck? Egal, YOLO, darum kümmere ich mich später. Würde mich jetzt hier runterbauen eigentlich. So direkt. Und natürlich das machen. Fuck. Was ist das für ein geiler Seed? So, erstmal. Natürlich die TNT-Blöcke wegmachen. Oh, was sieht man auch? Ja, 2 Dias. Gleich am Anfang. Oh, verzaubertes Buch, Sattel, goldene Rüstung und das. Oh, noch einer. Und Knochen. Relativ geil. Oh, nochmal 3 Dias. Hammerhart. So, jetzt haben wir, glaube ich, alles. Eine Kiste, 2 Kisten werden wir uns jetzt noch mal mitnehmen. Das ist die eine.
Das ist die zweite. So, mit was haben wir uns jetzt eigentlich hier runterge... Ups, Entschuldigung. So. Natürlich, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Denn ich wollte mich hier hören. So, es ist natürlich noch Tag, zum Glück. Na. Wo ist der Zombie? So, damit war nicht sinnlos. Hier rumlaufen. Jo. Aber ich habe eher die Vermutung, dass der Zombie eher unter uns ist, weil... Ja, das denke ich auch auf jeden Fall, dass der Zombie da unten irgendwo sein mag. Falsches Haus. Wo waren wir? Das war auch so ein Leerstand. Ah, ich glaube, wir waren in dem Haus. Hallo? Nein, hier ist auch keine Werkbank. Leute, ich glaube, ich markiere mein Haus dann erstmal mit einem Schild. Ah, hier. Ach, Mensch. So. Warte, ich muss kurz überlegen. Ich glaube, so, ja. Und so. Naja, wir waren nur eins, das reicht. Damit können wir uns schon mal drei Schilder machen. Und hängt das Schild jetzt hier dran. YouTuber Haus. So. Das werden wir natürlich wieder irgendwie noch verbessern. Es geht jetzt erstmal darum, dass wir überhaupt einen Unterschlupf haben. So. Ich überlege gerade so was Crazyhaftes. Dann nehmen wir mal jetzt das Holz. Davon habe ich jetzt mehr. Und wenn wir das jetzt zum Beispiel so bauen, dass das dann passiert, ist es wieder klar. Weil nachts kommt ja meistens die Meldung, so viel Zombies seien in der Nähe. Und wenn wir das doch da hochbauen, dann sollte dieses Problem doch gar nicht mehr so groß sein. Natürlich bin ich jetzt auch dumm und ich habe alles Holz verschwendet. Nee, doch nicht. So. So. So ganz verschwendet haben wir es ja aber doch nicht. Nur müssen wir uns jetzt irgendwie einen Kopf machen, wie ich da hochkomme. Am besten würde ich ja sagen, so, und dann darfst du noch ein Half Slab, also ein halber, so, eigentlich könnte ich jetzt auch so, und dann halt so eine Leiter, aber da müsste ich das ja mitten hier reinmachen, aber so tragisch wäre das ja dann auch nicht. Ich probiere das jetzt einfach mal aus, wie es dann aussieht. Ich meine, es kann ja natürlich auch ganz anders aussehen, als wie ich das jetzt so denke. So, in der Mitte wollen wir das. Einmal so, so. So. Wenn man so sieht, so schlecht sieht es eigentlich gar nicht aus. Erstmal hier so hochbauen. Und dann direkt gegenüber ein Bett. Und können schlafen. Huch. Mal kurz jucken. So. Entschuldigung. Auf jeden Fall können wir dann hier runter. Ich gehe jetzt erstmal ein bisschen Holz farmen. Wir müssen es mal später auf den Ofen machen. Später aber. Am besten wir holen uns ein Baumsätzchen mit dazu. Da ist ein Pferd. Da ist ein Pferd. Ich will eher dieses Holz. Kuh, geh weg. Kühe sind irgendwie anhänglich.
Ich meine, wozu braucht man denn Weizen, wenn die Kuh dir schon hinterherläuft? So. Ah, haben so. Das wollte ich. Zwei Setzlinge sogar. Aus einem. Richtig geil. Rotten Flash. So. Das esse ich jetzt erstmal so eine Runde. Ey, das hat mich ja gar nicht gecrankt. Das sieht natürlich abfuck aus. Voll mega crazy. Was war denn das jetzt? Sandstein. Natürlich reicht das jetzt nicht. Aber wir könnten ja, da es ja genauso ist von oben, sieht man da gar nicht so wirklich den Unterschied. Ich meine, wir können ja das später noch ersetzen. Das Wunder, das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Auf jeden Fall ist es erstmal gut, dass wir Erde haben. Oder allgemein, das ist eigentlich egal. Dass wir hier jetzt erstmal ein bisschen Platz machen. So, da setzen wir dann. Ey, manchmal backt er so ein bisschen meine Maus. Auf jeden Fall, so. Da, so. So habe ich mir das jetzt so ein bisschen vorgestellt. Ich sehe schon, dass wir eigentlich auch bald Schluss machen müssen. Weil ich muss dann gucken, kurz, wie lang die Folge ging. Ich denke mal, so viel sollten reichen. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es sind 6 Leitern. So. Ich finde schon mal richtig nice, dass hier eine Fackel drin hängt. Wobei ich mal die wichtigen Sachen hier zuerst mal raus tue. Das braucht man wahrscheinlich noch. Aber das Buch nicht, in den Sattel. So. Auf jeden Fall, das Haus gegenüber von mir, das sieht total beschissen eigentlich aus. Das will ich auch eher abbauen, weil das ergibt für mich keinen Sinn, dieses Haus. Es wird ja eh nicht von diesen Dorfbewohnern genutzt. Ich meine, die rennen ja nur in diese großen Häuser rein. Es ist sehr selten, dass die hier in so ein Haus reingehen. Deswegen denke ich mir mal so, dass wir das jetzt eigentlich auch abbauen können. Wenn es eh kaum jemand nutzt. Ich meine, ich finde es zum Beispiel auch richtig nice, dass die jetzt in diesen Häusern zum Beispiel, dass die da Glasscheiben reingesetzt haben. So, jetzt ist auch unser Dings leer. So. Ja, jetzt wisst ihr, woher es ist. Kannst da unten explodieren. Jo, Dance. Zombie Dance. Interessiert mich nur nicht, du scheiß Zombie. Du kannst da unten verrotten. Höhö, badum. So. Eigentlich könnten wir. Ah, ich hab das jetzt. Nö. Schade, dass ich jetzt nicht die Erde dabei hab. Das Haus müssen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge noch abreißen. Erde, da haben wir's. So, das können wir anbauen. Das bauen wir ab, damit bauen wir später. Dann machen wir hier. So, jetzt können die und erstmal nicht auf den Pizza gehen. So. Nehmen wir hier, damit es ein bisschen besser aussieht, nicht so. Terraformen. So, jetzt sieht das schon ein bisschen besser aus. Der erste Baum ist schon gewachsen. Ich muss sagen, die Bäume wachsen hier ziemlich schnell. Aber wir können jetzt noch eine Performance am Haus machen. Und zwar die Druck. Ups. Das war eine falsche Richtung. Nein, Druckplatte. Warum? Also nicht so, als ich dich so billig ersetzen kann. So. Funktioniert. So.
Auf jeden Fall würde ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und ich hoffe, da wird es dann erstmal ein bisschen spannender, weil da werde ich die Nacht jetzt, glaube ich, nicht so schlafen. Was ist das? Diese Pumpkins. Interessant. Also wie gesagt, das ist ein extremer geil, also ein extrem geiler Wortstil. Ich kann ihn ja mal gerne in die Beschreibung schreiben, wie der Wortstil heißt. Ich finde den eigentlich extrem geil, weil hier hat man ja gleich so viel am Anfang. Dorf, Dingsbum, also hier so eine Pyramide, hat man einfach nicht so immer. Auf jeden Fall, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen, meine Freunde, und bis zum nächsten Mal.